In schweren Zeiten dürfen wir einander nicht allein lassen. Wir brauchen jemanden, der für uns da ist und uns auf unserem Weg begleitet. Uns hilft, weiterhin Freude und Liebe zu empfinden. Genau das leistet der ambulante Kinderhospizdienst der Caritas in Berlin. Er unterstützt schwerstkranke Kinder und ihre Familien. Damit das auch in Zukunft möglich ist, gibt es die Nikolaus-Aktion des Bonifatiuswerkes. Der heilige Nikolaus ist für mich ein echt gutes Vorbild und aktueller denn je in der heutigen Zeit. Aus christlichem Glauben heraus hatte er den Blick für die Nächsten und engagierte sich für die Nächsten. Und uns ist es im Bonifatiuswerk ein Herzensanliegen, diese Haltungen lebendig zu halten und weiterzugeben. Und von jedem Nikolaus, der beim Bonifatiuswerk gekauft wird, geben wir 30 Cent für soziale Projekte, sei es karitative Projekte in Kinderhospizdiensten, andere Kinderprojekte oder wir versuchen, Bedürftigen in dieser Zeit zu helfen. Denn Gutes tun kann jeder. Peter Riegelein stellt die Schokoladenproduktion im Werk Riegelein vor. Aus dieser Schokolade entsteht etwas Besonderes. Ein Modell mit Botschaft. Es freut uns natürlich sehr, dass wir zusammen mit dem Bonifatiuswerk diese Nikolausfigur aus Schokolade herstellen dürfen. Und es gereicht uns noch mehr zur Freude, dass damit auch das Bonifatiuswerk Gutes tun kann in Form der Förderung, der Unterstützung von zum Beispiel Kinderhospizen. Das rührt uns an. Es freut uns, dass wir da gemeinsam etwas leisten können für die Bedürftigen. Aber wer war eigentlich dieser Nikolaus? Warum ist er für uns heute immer noch so wichtig? Nikolaus war Bischof von Myra und lebte etwa 300 Jahre nach Christi Geburt. Die Überlieferung zeigt ihn uns als jemanden, der aus dem Glauben an Jesus lebte und für die Not seiner Mitmenschen stets ein offenes Ohr hatte und ihnen half, ohne groß darüber zu sprechen. Er hat sich stets für arme, kranke, bedürftige und benachteiligte Menschen eingesetzt. Ehrlichkeit und Gerechtigkeit gehörten zu seinem Profil. Er gilt als großes Vorbild für christliche Nächstenliebe und ist unter anderem Patron für Kinder, Schüler, Reisende und Seeleute. Er ist ein Heiliger mit wertvollen Haltungen, die auch für unser Handeln gute Leitplanken sein können. Was genau unterstützen Sie mit dem Kauf unseres Nikolauses? Mit Ihrer Spende unterstützen Sie zum Beispiel die Ausbildung der ehrenamtlichen Familienbegleiter im Kinderhospiz und verschiedene Angebote für Kinder mit ihren Familien. Was Sie dafür bekommen? Ein unbezahlbares Kinderlächeln, ein Beispiel für christliche Haltungen und natürlich Schokoladengenuss. Ja, wir sind sehr dankbar für die Unterstützung des Bonifatiuswerkes in den letzten Jahren. Wir hätten viele Angebote so nicht aufbauen können, wie wir das tun konnten. Wir konnten die Gruppen für trauernde Kinder aufbauen und ein Elterncafé und die Geschwistergruppe. Und all das ist möglich gewesen durch die Unterstützung des Bonifatiuswerkes. Wir freuen uns auch sehr über die weitere Unterstützung in der Zukunft. Dieser Dienst leistet wertvolle Arbeit. Er ist ein Zeugnis christlicher Nächstenliebe. Er begleitet Familien in Zeiten von Krankheit und Not und auch des Sterbens. Zeigt ihnen, dass dort jemand ist, der sich um sie kümmert und aus dem Glauben heraus handelt und unterstützt. Der Nikolaustag am 6. Dezember ist für uns ein wichtiges, traditionelles Fest. Tausende von Schokoladen-Nikoläusen werden verschenkt in Familien, in Einrichtungen, in Gemeinden und in Verbänden, um anderen eine Freude zu machen. Wir möchten Sie und euch einladen, Orte guter Taten zu schaffen, Hilfsbereitschaft zu zeigen, mit dem süßen Nikolaus, aber auch in der eigenen Hilfsbereitschaft für andere. Denn damit wird der Nikolaus heute lebendig gehalten durch eine sehr sympathische Art und Weise und zeigt uns, was Heilige heute für uns bedeuten können.